Neue Story, neuer Platz, alles klar, los geht's. Drücken Sie X. Okay. Das löst sich langsam auf. Oh nein, das hört sich gar nicht gut an. Aber das hatte ich auch mit irgendwas. Dass sich das Leder so ein bisschen aufgelöst hat von diesen Pads hier. Hey, Sato, willkommen. Wie geht's dir? Ich habe ein älteres Razer-Kraken. Das hier ist auch ein Kraken. Aber ganz alt und noch mit Klinkenanschluss. Müde, aber fein. Ja, mir geht's ungefähr genauso. Ich hab's auch nicht geschafft, heute Mittag zu schlafen. Ich habe heute, nee, heute, gestern habe ich neue Tabletten bekommen. Und die machen mich so müde, aber ich kann nicht schlafen. Kennt ihr das? Hast du irgendwas mit deinen Haaren gemacht? Ich hab einen guten Föhn benutzt. Ich war zu Hause und hab mal den guten Föhn benutzt. Aber ansonsten nein. An die Frauen hier. Also, natürlich, also ihr Männer könnt gerne natürlich mit darüber nachdenken, aber ich bezweifle, dass ihr mir helfen könnt. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Für Ein großer die Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Comic-Con klar. würde ich mir Wir leiten den gerne Verkehr bitte hoch. Wasserwellen in die Haare machen. Wie geht das? Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas Hat das verwirrt. mal wer getestet? Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird Sie wohl nicht groß stören. Mit Wasser. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Oh, Little Das dauert so auch Hope. nicht viel länger. Ich sag doch, irgendwas ist anders. Ja, aber ich hatte die Haare öfter schon mal glatt geföhnt. Also, das kam mir jetzt nicht so neu vor. Geh hier mal schneller. Aber wir haben hier jetzt gerade das Intro, ne? Hier stirbt doch gleich so oder so jemand. Der Busfahrer. Der Diese Busfahrer. Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Wie lange bist du nüchtern? Was genau 3 Monate. Respekt. Könnte auch am Headset liegen, dass es anders wirkt. Das kann sein. Ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durch. Was für Haare? Das Thema hatten wir vorhin auch bei Jack. Ja, aber bestimmt nicht, wie man Wasserwellen macht, nicht ne? Schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Boah, bitte keine Kinder, ey. Oh. Es ist sehr laut, kann das sein? Oder ist das okay vom Tongrad? Kurs aktualisiert. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Hör auf, James. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Bitte keine Kinder. Wundert es dich, dass sie wieder Oh, streiten? sie guckt auch schon so. Mich nicht. Wie so ein Psycho. Betrunken. Wie überraschend. Ich habe nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen. Man munkelt.
Es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik... Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Und nach 10 Bier wäre ich im Krankenhaus. Das stimmt was nicht. Das ist ernst, Jace. Du machst jetzt so viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie? Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Danke, Romy, danke. Nicht jetzt! Mein Freund wollte es mir gerade erklären, aber ich check das nicht. Das mit den Wellen. Ging um Bad Hair Day. Oh, das habe ich nie. Nicht heute. Tatsächlich habe ich das, kenne ich sowas gar nicht. Warum sehen die alle so creepy aus? Uff, uff. Vielleicht liegt es an dem Horrorgenre. Tanja ist spät. In letzter Zeit ständig. Sie kommt immer zu spät. Tanja ist immer zu spät. Nee, nicht wirklich. Erst seit sie ausgeht mit... Das muss einen anderen Grund haben. Der Kerl tut dir nicht gut. All das hippige Phase. Als sei er in einer irren Sekte. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Oh, und wie sie einfach nur auf den Fernseher starrt, ne? Mm-mm-mm. Ey, du Depp, passt du wohl auf die Platte auf? War bestimmt keine Absicht. Die scheint nämlich sehr verwirrt zu sein. War keine Absicht. Megan tut immer so, als sei es keine Absicht. Vielleicht haben sie einen guten Föhn benutzt. Sehe ich heute creepy aus? Hallo? Was ist das denn? Er reizt mich nicht, ich hab meine Tage. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Aber sie sieht normal aus. Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Der ist betrunken. Wer hätte gedacht? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig, wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum 1000. Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden. Hey, mehr Respekt. Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Es sieht aus wie die Schwester von Alfred E. Neumann. Wer ist das? Abgegeben. Ich kenne wieder nix. Hausfrosch, klär mich auf. Was ist denn mit dem los? Amüsiert. Das ist Dennis, wie er der Bengel vom Mad-Heft. Ganz er selbst. Wie überraschend. Das waren so komische Comics, ja. Sah aus wie Comic. Aber also hatte ich nie in der Hand. Weiß ich nicht. Hey! Nicht nee. Jetzt, Schwesterherz. Alles super. Du bist schön wie immer. Wirf Schokolade hin. Oh yes, Schoki. Oh, 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 hey! Oh. Spinn hier nicht so rum! Oh je. Himmel. Oh je. Hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen. Um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Boah, das trifft... Also dieses Mädchen trifft voll meinen Nerv, ne? Was Horror angeht. Ich hab Angst vor Kindern. Hey Johann,
Nein, das darfst du nicht. Vielleicht das ist meine Schoki. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht. Bei Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Keine Ahnung. Aggressive. Wir lasst Megan in Ruhe. Besser ist wohl, Megan allein zu lassen. Ich hab nur die Schoki gesehen. Habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Otis auf die Squad. Okay, okay. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Wenn ich mich dran erinnere, also ja gut, spätestens wenn ich Discord irgendwann wieder anmache, sehe ich's, ne? Sie hat die Erdbeerwoche, lass die Schoki. Nutzerer. Ein Streichholzschächtelchen. Wow, wow, oh ja. Ja, also manchmal wirkt sich das tatsächlich auf mein Gemüt aus, ne? Da werde ich manchmal richtig biestig. Aber ich bin bemüht, das nicht zu tun. Oh. Oh, 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 nicht das schon wieder. Hier stand jetzt auch, dass das auf Dreieck wechseln kann. Ah, jetzt hat's auch mal gewechselt. Das hatten wir ja am Montag gar nicht, als wir mit Jack gespielt haben, ne? Da stand's auch im Tutorial, dass es von X auf Dreieck wechseln kann, aber es ist nicht einmal passiert. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Tanja sieht nach ihr. Schon okay. Beruhige Tanja den Betrunkenen. Wir könnten wie eine heile Familie sein. Target, da bin ich ein richtiges Monster. Ihr seid so eine verdammte Hey Tinte, schön, dass du da bist. Nenn mich Jesus. Ich traue mich auf ganz dünnes Eis, wo ein Hai mit der Erdbeerwoche auf mich lauert. Uff. Also jetzt, diese Bilder, das stelle ich mir gerade ganz merkwürdig vor. Johann. So, wir suchen jetzt das gruselige Kind. Am liebsten wollen wir gehen. Mist. Kinder in Horrorfilmen sind doch immer Psychopathen. Ich hab so Angst. Verdammte Scheißuhr. Genau. Die böse Uhr. Wer hat sowas auch schon noch? Ist ja absurd. Hier ist nichts zum Angucken. Hier ist was. Megan Clark. Anwesenheit. Mhm. Oh. Wow. Oh. Megan steht tiefer in der Scheiße als gedacht. Das ist ja... Uff. Uff. Das Kind ist aber schlecht in der Schule. Geht ja mal gar nicht. Mach doch mal die Tür auf. Lass flieh. Flieh, bevor gleich was Schlimmes passiert. Hattet ihr alle einen schönen Tag bisher? Außer bei Romy, bei der weiß ich, dass sie leidet. Und ich leide mit ihr. Ein bisschen. Oh. Hey, Tanja. Bist du hier? Wie geht's Megan? Weiß ich nicht, ich hab sie nicht gefunden. Oh nein. Still. Ich versuch zu schlafen. Das hast du davon. Don Röschen erwacht. Vergiss ihn. Finde Megan. Bin doch schon dabei.
Tu mir einen Gefallen. Hör für ein paar Minuten auf, rumzuschreien. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Sarkastisch. In dem sarkastisch. Als ob ihr hier die Ruhe bewahren würdet. Hör mal, Witzbold. Ich hatte einen harten Tag. Was soll denn der ganze Zirkus? Nur schnell nach Tanya und Megan sehen. Viel Glück dabei. Megan ist leicht schwierig. Erdbeerwoche, da fällt mir der Standardwitz meiner Kollegen ein. Das wäre, wenn sich die Erde 30 Mal schneller drehen würde. Man bekäme jeden Tag den Gehalt überwiesen und die Frauen würden verbluten. Uff. Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend. Ja, Haie sind ganz, ganz lieb, genau. Die wollen nur gucken immer und anfassen. Und dadurch, dass die keine Hände zum Anfassen haben... Oh shit, was ist das denn? Was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Dadurch, dass die keine Hände zum Anfassen haben, müssen die mit den Zähnen ein bisschen knabbern. Oh nein, nicht auch noch eine Puppe, ey. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Oh yes, fire. Hatte nur 3,5 Stunden Schlaf. Dafür geht's mir prächtig. Aber warum machst du denn sowas? Mist. Megan, wo bist du? Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Ernst, oder? Megan! Ich habe wenigstens meine übergroße Heizdecke heute bekommen. Oh, das hört sich gut an. Ich glaube, sowas brauche ich auch mal. Mom! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Hatte in der Schule dumme Aufgaben, die wenig durchdacht sind. Hab viel geschlafen im Unterricht. Na. Gestern hat es sich etwas ausgeartet. Was hast du denn gemacht? Anthony! Oh, Puppen. Hey. Oh ja. Hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Das fällt doch jetzt! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Ja, geht nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass der sich die Tür anguckt. Ich krieg keine Luft. Die müssen doch jetzt. Die zwei. Oh, Kind. Hilfe! Ja. Das war gruselig. Einfach diesen Gesichtern beim Sterben zuzugucken, ist mir unangenehm. Auch bei ihr finde ich es gerade nicht schön. Was jetzt? Tanya helfen. Wir helfen Tanya. Komm, das Kind wäre eh hops gegangen. Machst du nichts. Anthony, Hilfe! Was soll ich tun? Spring mir in die Arme. Ich fange das ab. Nimm das Regenrohr. Und kletter runter. Die fällt doch eh ungünstig. Das muss doch jetzt passieren. Ist auch schon Eis und glatt und jetzt fällt sie hin. Ja, sicher. Was sagen wir da? Upsi. Ja.
Der sieht aber ganz schön gefasst aus dafür, ne? Schon 3 Tote? 4. Und Nummer 5. Hoppala. Ach, hey. Hallo, ich bin der Sheriff. Haben Sie die Leute gerade alle umgebracht? Oh, warum haben Sie denn sowas in der Hand? Was hast du getan? Mom, hier! Es ist zu spät! Oh mein Gott, ey. Was war das denn für ein dummer Bengel? Sterbende Menschen haben keine schönen Gesichter? Das verstehe ich nicht. Oh yes, mein Intro. Won't you spare me over till another year? Ist das gut? So, das waren alle. Gutes Spiel. Jetzt was anderes ist ja zu Ende. Alle tot und Credits. Boah, das wäre mal so richtig Scam, ne? Jetzt, wo ich sehe, dass es alles nicht ganz flüssig läuft. Ich dachte auch schon fast, ich muss den Stream heute verschieben oder absagen. Ich habe Little Hope heute runtergeladen. So eine Stunde vor Streambeginn dachte ich mir so, komm, schalt es mal an. Der erste Start, der dauert ja manchmal, ne? Auf einmal Fatal Error, das Spiel hat gar nicht gestartet. musste ich es schnell irgendwie nochmal fixen. Aber wurde mir schon ein bisschen warm. Ist das gut, ey. 3 Kerzen. Gibt es jetzt nur 3 Charaktere in dem Spiel, die sterben können, deren Weg man leiten kann? Und willkommen zurück. Eine neue Geschichte erwartet Sie. Yay! Ganz anders als die letzte. Na Gott sei Dank, ne? Die letzte war ja auch mega schwachsinnig. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Oh, verstörend? Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab.
von den Entscheidungen, die sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist: Nur dir selbst allein sei treu. Okay, alles klar, alter Mann. Ihr habt doch mal ein Game auf Steam, kam damals, glaube ich. Doch. Und zwar nie. Das besteht nur daraus, dass man auf einem Friedhof sich auf eine Bank setzt, dann rollen die Credits durch und währenddessen stirbt der Charakter, den man spielt. Oh mein Gott. Steht mir nicht zu, so scheint es. Also wenn man nicht weiß, was einen erwartet, dann wird man doch richtig wütend, oder? War befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Viel Spaß. Damals auch im Fokus von Steam, von wegen Scam und so. Spaß auf Beerdigungen. Ich war noch nie auf einer. Ich glaube, ich dürfte auch nie auf eine Beerdigung gehen. Das wäre so gefährlich. Alle würden mich hassen. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Man müsste auch erstmal für sowas einen schwarzen Schirm haben, ne? Die Sicherheitsdecke ist eine Offenbarung. Ich kann mich wie ein Burrito drin einrollen. Das klingt so gut. Habe ich ein Déjà-vu? Das war doch das Game von Montag. Das ist quasi... Am Montag haben wir den dritten Teil gespielt. Das ist gerade der zweite. Die Geschichten sind alle unabhängig voneinander. Es ist eine ganz andere Story jetzt als Montag. Aber im Prinzip das gleiche Spielprinzip. Eigentlich ist es dasselbe Spiel, ja. Das gleiche Spiel, andere Geschichte. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Oh, magst du vielleicht helfen, anstatt nur herumzublödeln? Was soll ich tun? Was soll ich denn tun, John? Hilfe rufen, sofern du das hinkriegst. Oh, gefügig. Nimm mal das. Habe ich schon versucht, aber klar. Ich habe keine Schirme. Ich habe einen. Hey, Andrew, Kumpel, wie geht's dir? Der ist durchsichtig. Wo sind wir? Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst? Kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Bleib hier. Werd noch völlig kirre mit den ganzen Metzelspielen. Es ist... Hausfrosch, ich bin so happy. Nur noch heute und Samstag bei mir, ne? Dann ist der Schocktober vorbei. Scheiß Teufel, ja. Verdammter! Mist! Nee, aber die Spiele dieser Art, die fand ich sogar okay. Waren okay. Waren unterhaltsam. Daniel. Fuck! Wo ist mein Handy? Schade eigentlich. Dass es vorbei ist mit Oktober.
jemand? Hey, Duki. Alles gut bei dir? Daniel, bist du's? John, du Daniel? Lebst. Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht. Hey, John. So hat sich das gerade aber nicht angehört. Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Duki, danke für den Host. Danke, danke. Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich könnte bei mir Partner ist nehmen. Alles super. Gut, vielen Dank. Dann mach das. So kannst du ja die scary Sounds trotzdem drin lassen. Guter Kann Plan. Ich machen. Bis gleich. Kann ich machen. Ich habe auch tatsächlich heute noch mal geguckt, wieder so normale Sound Alerts wieder reinzumachen. Diese für Kanalpunkte. Bist du? Aber die ließen sich nicht mal mehr testen. Du hast dich gestoßen. Ich bin war total John, verwirrt. Heute hat gar nichts funktioniert. Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Es geht nichts über Teamwork. Ich hatte einen Traum. Er war so real. Flammen rundherum, es war schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Warum vom Bus weggehen? Ja, warum? Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Wo ist der Busfahrer? Wo ist der Fahrer? Sollte er nicht zurück sein? Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Tut er das? Wir sagen einfach nichts. Gab mal auf Steam ein Spiel, Russian Roulette One Life. Wenn du dort gestorben bist, kannst du das Spiel deinstallieren, weil du dann halt tot warst. Du musst einen neuen Account machen und das Spiel nochmal kaufen. Ich gehe allein. Oh, der stirbt Professor. Gleich. Er ist Professor, oder? Oh, mein Kopf. Ist jetzt nicht mehr aufs Team. Bleibst du hier? Ich will nicht allein warten. Er hat schon recht. Wir sollten zusammenbleiben. Ich habe auch kein Netz. Ist wohl ein Funkloch. Oder du hast die Rechnung nicht bezahlt. Hast du den vom Unfall? Ach, glaub schon. Nur diese eine Macke vom Unfall? Der Rest war schon so? Folge John. Warum hat der Prof so einen Stock im Arsch? Zeig ihm mal etwas mehr Respekt. Er denkt, er ist schlauer als wir, aber sein Wissen bringt uns hier nichts. Er ah, er blinkt so was. Als wäre das hier sein normaler Campus. Ach so, das ist einfach nur eine Lampe. Das ist gar kein Hinweis. Doch, es ist ein Hinweis. Ah, doch. Abandon Hope. Okay. Kennst du die Stadt? Little Hope? Nee, war free to play. Okay. Ich glaube nicht. Aber schon ein bisschen komisch. Warum? Warum habe ich noch nie davon gehört? Im Ernst, dieser Ort ist geschichtsträchtig. Ist faszinierend. Mhm. Wir sind neugierig. Woher weißt du das alles überhaupt? Ich bin Akademiker. Anders als ihr lese ich. Oh, jetzt hat er aber gedisst. Ruhig, Einstein. Alles, was du weißt, weiß ich mit einem Smartphone. Dein Phone ist ohne Signal gar nicht so smart. Als ob er alles auswendig wüsste. Ah, und ich habe es auch schon im Discord geschrieben. Am Samstag streame ich nicht um 4, sondern um 10. Ich musste schön, Planänderungen machen. Endlich. Ist ich bin okay? Akademiker. Der Ausblick war klasse. Ihr habt euch ja echt viel Zeit gelassen. Habt mir Sorgen gemacht. Aber ganz sicher. Am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch.
Wegen Jack? Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Warum wegen Jack? Also ich muss auf den Geburtstag. Damit sollte es gehen. Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. Mit Jack hat das drei, nichts zu tun, zwei, aber ist da was Besonderes? Eins. Los! Na, wer sagt's denn? Gut gemacht, ihr zwei. Spiel habt ihr ja durchgespielt, dachte wegen des Spiels, ja, okay, nee. Okay, nee. Also, was jetzt? Wie schon gesagt, wir sollten beim dann wieder 12 Stunden streamen. Ich mag Johns Plan mit der Stadt nicht. Das dauert jetzt erstmal, bis sowas wiederkommt, ne? Ganz offensichtlich nicht. Mein Popöchen muss sich erstmal wieder erholen von sowas. Der Plan steht doch. Wir sagen nichts, ich habe nicht zugehört. Und sie scheint ja offensichtlich genervt zu sein von dem Mann. Und dann ist das Beste immer nichts zu sagen. Können wir das vielleicht verschieben? Aber du bleibst doch bei mir, oder? Na, das ist ja die ganz große Liebe. Wenn du mir etwas sagen möchtest, dann los. John hat recht. In der Stadt werden wir am schnellsten Hilfe finden. Zufrieden? Klar. Hast sicher recht. Versuch's mal mit Höflichkeit. Von Höflichkeit reden, aber selbst über Taylor lästern. Was gab's da zu lästern? Muss er immer deine Ehre verteidigen? Zeig doch mal etwas Rückgrat, Liebes. Darauf antworte ich nicht. Ja, wir sagen doch einfach wieder nichts, ne? Wenn jemand einfach so frech ist, würde ich mich einfach umdrehen und gehen. Also jetzt mal wirklich. Na, wenigstens bist du dann still. Schluss jetzt. Deine Streitsucht braucht hier wirklich keiner. Das geht dich überhaupt nichts an. Wir verlieren wertvolle Zeit hier. Können wir bitte einfach weitergehen? Oh. Bin mir immer noch nicht sicher, ob das mit der Stadt so klug ist. Ich warte lieber beim Bus, während ihr alle tut, was ihr nicht lassen könnt. Kommst du mit und wartest mit mir? Okay. Ich glaube immer noch, das Schlaueste wäre, wir blieben zusammen. Du wirst noch froh sein, dass wir das nicht gemacht haben, wenn wir dich mit unserem Taxi retten. Ist der eine Typ nicht ein Schauspieler von Narnia? Also einer von denen kommt mir auch bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Verlaufen? Der ganz links, der kommt mir bekannt Nein. vor. Wir sind zurück. Was ist hier los? Irgendjemand will uns wohl verarschen. Schau an, erst verliert er sein Gesicht, dann die Orientierung. Was meinst du damit? Dass du verrückt bist. Oh mein Gott, Unmöglich. Die Frau stirbt. Die hey, Frau ich weiß stirbt. Nicht, was du uns beweisen willst, aber wir haben Besseres zu tun. Daniel? Ja, ist hey, er. Vorsicht. Pass auf. Hoffentlich machen was die Liebe im Bus. Sag mir, was hier abgeht. Hoffentlich nicht. Wir gehen jetzt zusammen. Halten wir uns alle auch wieder brav Langsam die Augen wird es zu, echt ne? Lächerlich. Vergib mir. Kommt jetzt schon wieder da raus? Was? Ich bin doch weggelaufen. Ich flippe aus. Wir sitzen fest. Ich verstehe das nicht. Sie hat recht. Wir sind echt von euch weggelaufen. Wieso sind wir dann wieder hier? Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Okay, okay, ich komme. Narnia ist lange her, ja total. Ich habe den Film auch schon ewig nicht gesehen. Die alte Frau, die Angela, die geht uns hops. Die mag ich nicht. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Nicht nur ein bisschen. Na, glaubt ihr mir jetzt? Ich hab's euch doch schon gesagt. Wir sitzen fest. Wir kommen hier nicht weg. Die ist mir auch ein bisschen zu laut, ne? Beruhigt euch. Die schreit so viel. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Reicht ja, dass ich sowas mache. Sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich habe auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier.
Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich höre wohl nicht recht. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Nichts. Wir sind wütend. Wir eskalieren jetzt. Eskalation. Wenn du mich fragst, wären wir ohne dich nicht in dieser verdammten Situation. Du gibst mir die Schuld, als ob ich hier gern mit euch festsitze. Toll. Du hast das Kommando. Wir sind im Arsch. Zurzeit hat wohl der Nebel das Kommando. Besser er als du. Tu uns einen Gefallen und verschwinde im Nebel. Hör dich gerne, glaub mir. Hört auf. Streiten bringt uns nicht weiter. Was machen wir jetzt? Wir... nichts. Wir kommen hier nie raus. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg. Und zwar nicht klar denken. Ich hätte den Sport auswählen können. Warum ich? Seid ihr bitte mal still? Benebel uns. So kommen wir nicht weiter. Und finden auch keine Hilfe. Ich find's ja krass. Er hat recht. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wie wenig Knöpfe ich schon wieder drücke, ne? Danke. Denken wir logisch. Das habe ich bei dem Teil am Montag sehr stark kritisiert. Zwischen uns und jetzt ist das schon wieder so, dass man hier nichts macht. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Ohne mich? Komm schon, wir gehen mit. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Mhm. Woher kommt denn der Fleck? Weiß auch nicht. Ist wohl beim Busunfall passiert. Eher wie ein Film. Bleib nah bei Daniel. Machen wir natürlich nicht. Lasset uns gehen. Schaut mal, da leuchtet was. Die warten doch bestimmt auf mich, oder? Eine Miezekatze. Eine Pistole. Ein Kanönchen. Okay, wir suchen also Postkarten. Ach, da ist er ja. Na, guck mal, wie brav die auf mich warten. Du meintest, dass wir vielleicht tot sind? Glaubst du echt, das könnte sein? Hab mal was davon gehört, dass das Hirn noch eine Weile weiter... Aber endlich dürfen wir ein bisschen gehen. Vergiss es. Das war sicher... Oh, jetzt ist es auch schon wieder vorbei. Oh, Miezekatze. Oh. Ein Miau-Miau. Schon wieder vorbei. Dieses Gemäuer gefällt mir nicht. Vielleicht gibt es da Freibier. Ich weiß nicht, ob das so klug von uns ist. Nur mal schauen. Ich glaube nicht. Vielleicht ist da ein Telefon. Ich sehe mich drinnen um. Dann los. Wir kommen nach. Genau, lass die vorgehen. Warum gehen wir nicht mit dem Rest? Angela hat uns durchschaut. Das merkt man. Müssen wir das jetzt ausdiskutieren? Haben wir heute nicht andere, größere Probleme als das? Das ist wichtig. Für mich jedenfalls. Ich sag's dir. Angela weiß von uns. Sie weiß es. Forschen wir? Ja, wir sind nosy. Wir forschen. Worüber hat sie geredet? Sie hat herumgeschnüffelt, so wie immer. Lass sie denken, was sie will. Soll sie denken, was sie will, solange sie sich ärgert. Gerüchte sind immer was Gutes. Ich bin noch nicht ganz bereit für diesen Schritt. Nicht mehr lange. Versprochen. Kann ich irgendwas tun, um dir zu zeigen, dass ich der Richtige bin? Zeig mir, dass ich mich auf dich verlassen kann. Dass du für mich da bist. Holen wir die anderen ein.
bin ja so froh, dass es davon keine Fotos mehr gibt. Gehen wir rein. Aber ich hatte auch mal so kurze Haare wie die Frau. Ich hatte mal ganz kurze Haare. Waren erstmal so lang wie die jetzt gerade. Und dann dachte ich mir so, jetzt einmal ganz ab. Und dann dachte ich mir, das machst du nie wieder. Also wenn ihr mal eine Frau kennt, die sich denkt, von ganz lang auf ganz kurz zu gehen, sagt, nein, tu's nicht. Nicht dumm sein wäre ein Anfang, Bro. Aber in Horrorfilmen Wie geht's? Sind die alle dumm. Sorry, haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Was denn? Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Gibt's einen Horrorfilm? Ja, das ist die Nacht echt dicht. In so dem dicht, die wegkommen. Opfer schlau reagieren? Ja, natürlich, ja, mach doch, sag ich dann. Oh Lord, du Fiesling. Sie hängen auch hier fest. Dass wir hier so einfach reinplatzen. Oh, unser Bus hatte etwas die Straße runter, einen kleinen Unfall. Wir sind noch etwas durcheinander. Wir sind ziemlich durcheinander. Sieht so aus. Ich bin Vince. Ich brauche einen Spiegel. Möglichst einen ohne 20-jährige Schmutzschicht. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Das sollte man nicht trinken. Falls du doch Durst kriegst. Nicht für mich. No, no. Nicht für mich. Ein Versuch hier. Little Hope ist nicht mehr, was es mal war. Wie oft ich mir meine langen Haare schon raspelkurz abschneiden lassen wollte. Es ist mir nur einmal passiert, ne? Was ist hier passiert? Was ist hier los? Der Ort sieht total verlassen aus. Little Hope wirkt fast wie eine Geisterstadt. Und der Nebel? Alles ändert sich. Auch wenn wir uns nicht ändern. Gibt es hier ein Telefon? Dafür sind wir doch da. Wir würden gern mal telefonieren. Die Leitung ist schon seit Jahren tot. Vielleicht schön, dass die erstmal spielen im Hintergrund. Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Der macht nichts, hat bloß zu viel Intus. Sehen wir uns um. Ach, irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Hausdurchsuchung. Ah. Lebt in seiner eigenen Welt. Eine alte Dartscheibe. Ich war früher mal ziemlich gut. Wow. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Ich hatte schon alles außer lange Haare. Du weißt dich wohl nie von dem los. Hab mir gestern meine Haare auch auf Kontostand geschnitten. Was ist das denn für ein Ausdruck? Das habe ich ja noch nie gehört. Überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Hallo, Double 20. Oh, jetzt muss ich zählen. Wird hier nichts farblich anders? Nein. Okay. Okay. Etwas hast du ja drauf. Aktuell tut Coroni wieder lang. Jetzt Triple 20. Schneid mir die ja meistens selbst. Ich hatte in meiner Jugend auch lange Haare. Hey, also bei manchen Männern sieht das ja auch echt cool aus. Bei manchen. Kein olympischer Sport. Hab immer fast heulen müssen, wenn meine Tochter ihre Haare kurz schneiden ließ. Das war ein echt guter Wurf. Ist gut, wenn man dann so mitleidet. Du warst besser als Taylor. Also gut, kommen wir wieder zur Sache. Durchsuche die Bar. Wir suchen. Ein totes Telefon. Oh, es passiert ja gar nichts. Mist. Wundert der sich gerade?
Nope. Da liegt was? Eine alte, ranzige Zeitung. Da war mal was, ich erinnere mich. Versammlung stimmt für Ausgliederung. Fabrikschließung und so. Neue Runde der Zwangsvollstreckungen für die Stadt zu Ende. Im Rathaus von Little Hope haben sich am Montag die letzten Bewohner der Stadt mit der Notfallmanagerin Kathy Flint getroffen, um für eine Ausgliederung zu stimmen. Aufgrund der Massenabwanderung nach der Schließung der Ravenden Textilfabrik, Ravenden, keine Ahnung, Ravenclaw, irgendwas mit Ravenclaw, wird die Stadt nur noch von wenigen Menschen bewohnt und ihre Kassen sind leer. Flint wurde zur Notfallmanagerin ernannt, um die öffentlichen Dienstleistungen für die verbliebenen Einwohner zu verwalten. Weil die jüngste Runde der Zwangsvollstreckungen bedeutet, dass die letzten Bewohner der Stadt zusammenpacken und weiterziehen wollen, was Little Hope praktisch menschenleer zurücklassen wird. Da wir keine Steuergelder einnehmen, bleibt uns nur noch die Ausgliederung, meinte Flint. Es ist so traurig. Diese Menschen mussten miterleben, wie die Stadt um sie herum verschwand. Versuche. Aha. Irgendwann sah es nicht mehr gut aus, dann mussten die runter. Meine Friseurin damals hatte mich auch dreimal gefragt, ob ich wirklich sicher bin. Ja, also sollte ich nochmal dazu kommen, dass ich das machen muss, aus welchem Grund auch immer, dann verkaufe ich die. Natürlich. 6. Juni 1917. Das glaube ich nicht. Oh. Die sehen uns so ähnlich. Ja? Tun sie das? Da ist noch was. Interessieren sich ihre Kinder für Astrologie? Oh ja, oder Geister? Reverend Carson wird Eltern beraten, worauf sie achten müssen und wie diese Dinge als Pfad zur linken Hand zu Delinquenz und Satanismus führen können. Oh. Oh. Scam? Was? Was ist Scam? Okay, dann versuche ich die Tür. Aber da steht jetzt nur verlassen, ne? Aber ich will das ja gar nicht verlassen eigentlich. So. Hier lang. Verschwinden wir und... Mit Haare dealen und so. Hört ihr das? Ja, aber das ist dann ja auch für einen guten Zweck, ne? Etwas. Man verkauft die für einen guten Zweck dann, Captain. Los. Was immer es war, kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Hier erfahren wir nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Hoffe, die Suche führt zum Ziel. Vielleicht hätten wir noch mit ihm reden sollen. Aber der machte eh nicht so den kooperativen Eindruck, der Mann. The Black Cat Bar. Es kommt aus der Stadt. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutanken? Was meinst du? Bleib bei John und den anderen. Nö, nö. Nö, nö. Untersuchen. Eine Postkarte. Eine Postkarte. Oh. Okay. Dass man da auch immer alles so schlecht erkennt, ne? Und dass es auch immer so dunkle Settings sind. Ich sehe doch gar nichts. Karte von Little Hope. Ich glaube, hier sind wir richtig. You are here. Here. Mhm. Okay.
Dann mal weiter. Auf Richtung komische Stadt. Bin aber jetzt alleine, ne? Das ist uncool. Das ist ein bisschen uncool. Wie der mit dem Hintern wackelt beim Gehen. Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück. Oh mein Herz. Hat's aber gerade auch so ein bisschen im Rücken geknackt, als ich mich bewegt habe, ey. Oh. Oh nee, ey. Hey, kommst du mal her? Was ist? Oh nee, ey. Da war gerade jemand im Wald. Ein Kind. Ich kann niemanden sehen. Ich habe jemanden gesehen. Echt? Wirklich? Ganz sicher. Sorry, ich glaub's nicht. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Glaubt mir halt nicht. Glaubt mir halt nicht. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Wieder so ein komisches Monster? Was zur Hölle? Was war das? Himmel, was ist das? Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel? Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Ich will nicht sagen, dieses Monster hat's mir gerade. Hey, wartet auf uns. Wieder zerstört, ne? Was war das? Aber das Monster hat's gerade wieder zerstört. Hey. Schau dir das an. Himmel, was ist das? Weiß ich nicht. Ne Puppe. Und wir fassen alles an, ne? Oh. Was los ist das? Wie heißt ihr, mein Herr? Warum brennt es auf einmal? Ich bin Andrew. Ich bin Andrew. Andrew? Und Ihr Name, Gnällfrau? Wer bist du? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Das hast du ja toll gemacht. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Spielt mit. Komm, spielt mit Welch mir. Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan. Halt den Mund. Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Amy, komm hierher. Hier ist er. Da ist noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Ich habe sie auch gesehen. Aber ich habe mich ein bisschen erschrocken, muss ich zugeben. Etwas stimmt hier nicht. Etwas stimmt hier nicht. Was immer hier passiert ist, es ist vorbei. Du hast keine Ahnung. Du hast es nicht gesehen. Ich verstehe nicht. Was ist hier genau passiert?
Da war ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen kam aus dem Nebel. Da haben wir Angst vor. Sprach mit uns. Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Mhm. Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Keine Ahnung, wir sagen nichts. Einfach nichts sagen. Besser nichts als was Falsches, ne? Das Kind könnte noch da sein. Im Nebel. Das ist das, wo sie uns angefasst hat, ne? Du bist ganz heiß. Hat dir das Mädchen was getan? Wir sollten alle auf Andrew achten. Mir geht's gut. Der Schmerz lässt nach. Wird Andrew jetzt zu einem Zombie? Mhm. Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Ist euch schon mal so im Real Life was Gruseliges passiert? Oh, hallo. Na, das wurde ja recht schnell. Sag, Andrew wird zum Satyr. Alles, was man tut oder nicht tut, holt einen irgendwann im Leben wieder ein. Glauben Sie nicht? Gucken Sie nicht. Abends so. Waren die Chips alle, das war ein richtiger Schocker. Ich meine jetzt so vergessen. Wirklich gruselig. Mitunter so schätzen wirklich. Wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Im Nachtdienst ist bei uns im Haus random das Licht angegangen, 2 Minuten später wieder aus. Ja, sowas ist creepy, ne? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Nein. Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung. Ab wohin Salat geschnitten, als plötzlich der Jumpscare von Jack aus meinen abgesetzten Kopfhörern kam. Panisch den Salat angeguckt. Und manche werden sie vielleicht... Ich muss ja sagen, die Jumpscares... Er war nicht sehr hilfreich. Ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war so... Mich stört das, wenn es einfach nur laut ist. Also solche Schreckmomente... Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. So Schreckmomente, die... Die kicken besser, wenn die ohne großen Lärm kommen oder erzeugt werden, finde ich. Busfahrer. Stimmt, was ist mit dem Busfahrer? Ja, schon völlig verdrängt. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Bin mal morgens aufgewacht, hatte ein Lied im Kopf, was ich seit Jahren nicht mehr gehört habe, was ich sonst auch nie aktiv höre. Als ich zur Arbeit los bin, oh, da geht jemand mit 8D. Stand an der Ampel ein Auto, das genau dieses Lied gespielt hat. Das ist unangenehm.
Das stelle ich mir auch unangenehm vor. Oh ja. Oh ja. Gregorianische Choralle im Hintergrund ist wirklich schön. Lord konzentriert sich nur auf die guten Dinge des Spiels, ne? Auf Kontostand geschnitten, sagt man meistens zu Undercut-Frisuren. Vor allem beim Bund, das ist eine der ersten Sprüche, die man lernt. Meistens gehen Männer zu einem Barbier oder Herrenfriseur. Kommt man keine Sprüche so mit? Ja, weiß, wollte das aber nochmal reinwerfen. Nee, das ist interessant. Also, ich weiß ja nie, wenn ich sowas... wo sowas immer herkommt. Oder was, ich wusste ja auch wirklich nicht, was das sein soll auf Kontostand. Vor allem erklärt sich mir auch nicht, was für ein Zusammenhang das ist. So dieses Undercut, das ist doch, wenn so an den Seiten das ganz nackig ist und oben Haare, ne? Ich erkläre euch Frisuren. Kontostand heißt auf Null. Ach so. Kennt Wings nicht, ist genug da. Hörst du das? War das ein Pferd? Was war das? Ist sicher nur ein nachtaktives. Wenn ich morgens aufwache und Dago neben kein mir liegen sie, bekomme ich auch oft einen halben Herzinfarkt, weil du dich so sehr freust, dass ein toller Mann neben dir liegt, ne? Warte mal, wo ist denn das Haus? Hallo. Stimmt, aber bleibt unter uns. Da kommen wir nicht ran. Na gut. Wenn ich muss, kann ich manchmal schon echt nett sein, ne? Siehst du das? Ein Hirsch! Hirsch! Gute Nacht. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Da oben, als ob das der krasse Berg wäre jetzt gerade. Ist das eine Postkarte? Nein. Da waren Touristen. Oh, ups. Halt, nein, nimm, heb's wieder auf, heb's wieder auf. Geisterstätte im Nordosten, Little Hope, zurückerobert von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern, vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt florierte vielleicht einst, ob der Holz- oder Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städten, eine Gemeinschaft, die sich um eine Textilfabrik scharte, welche aufgrund der Übersättigung des Marktes von Billigimporten schließen musste. Nach vielen Versuchen, die Mühle zu retten, wurde sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgten die Schließungen der Schule und sogar der Kirche. Zurück blieben nur noch verfallene Ruinen. Oh. Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans des Extremsports. Die Höhlen von Hop's Deep sind bei Eiskletterern sehr beliebt, doch die gefrorenen Wasserfälle gelten als gefährlich. In dieser Folge... Filmempfehlung interessiert uns nicht. Bergbau und Elche, sind wir wieder bei Until Dawn? Nein. Wie geht's dir? Nein, Lord. Ganz anderes Spiel. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich glaube, wir sind in Gefahr. Eventuell. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Sind wir mal ehrlich, Frauen schneiden selten die Haare auf Kontostand her. Das stimmt. Das stimmt. Wir finden einen Ausweg. Wir finden schon einen Weg hier raus. Aber nicht für dich, Angela. Hoffe, du hast recht. Danke für deine Hilfe. Du nicht. Du nicht. Nein, nein.
Ein Gollum. Angela geht in Rente. Die kriegt einfach nur Ruhe, aber die Angie hier, die kriegt auch einen kurzen Prozess hier bald. Theater. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Boah, warum ist das auf einmal so laut? Könnte sein. Es kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder... Hallo, Blaumeise. Danke für den Host. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ehrenmeise. Mein Kopf funktioniert heute nur langsam. Sind ja jetzt hier auch alle überhaupt nicht im Stress, ne? Können uns alle ein bisschen zurücklehnen und genießen. Wir spazieren hier jetzt auch nur so ein bisschen rum, ne? Hier passiert ja auch nichts. Mal ein bisschen gucken. Das Blöde ist nur so ein bisschen, dass dann ja für nächstes Jahr Oktober diese... Ich sag's mal, gemütlichen Spiele hier weg sind, ne? Speed, Angela, Speed. Da vorne ist irgendwas. Schrei doch nicht so. Outlast 2 und Co. warten dann. Erst das DLC. Oh, warum leckt das denn so? Wo lang? Beeilen wir uns. Habe ich gerade auf einmal das Stromkabel rausgefüßelt? Wie recht du hast. Pause. Habe ich hier aus Versehen das Stromkabel rausgefüßelt? Habe ich. Oh, oh. Ups. Oh, Unterbrechung, Unterbrechung. Bis gleich. Ich muss mal kurz auf unter den Tisch krabbeln. So, geschafft. Geschafft. Ups. Vielleicht hat Kojima ja sein Horrorspiel bis dahin fertig. Ja, schauen wir mal. Ich sehe Wings bei Resident Evil. Ja, das ist so doof, weil der Fußboden ist so kalt. Und dann habe ich halt so kalte Füße. Aber das Netzteil ist so schön warm. Und dann füßel ich hier immer unterm Tisch ein bisschen mit dem Netzteil. Und das ging gerade nicht gut aus. Ups. Ups. So, jetzt können wir weitermachen, ne? Bei Resident Evil ist so mit Schießen, ne? Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Halt, stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Ah. Was machen wir jetzt?
Halt, stopp! Der Zombie bleibt, wo er ist. Ihr bleibt hier. Ich komme mit. Nö, 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 nö. Sei vorsichtig. Sei bitte vorsichtig. Oh ja, dreh dich noch mal um. Professor! Oh, Nebel. Verdammt! Oh ja. Genau das haben wir auch erlebt. Was, wenn dem Prof was zustößt? Er wird es schon schaffen. Endlich unternimmt er was. Er hat die Leitung. Da muss man schießen und rätseln. Es hilft ja, das bestimmt, Schießen habe ich ein bisschen Respekt vor, ne, was Lord? Ist das? Es ist Gemüsemaus. Niemand hätte gehen sollen. Der will, hätte gehen sollen. Ist doch bescheuert. Ich fühle mich nutzlos. Jemand hätte ihm folgen sollen, als es noch ging. Ich halte es nicht mehr aus. Wir bringen Stress in die Situation. Wir wollen ein bisschen Stress. Mir reicht's für heute Nacht. Ein klein bisschen Salz. Glaube ich. Diese Scheißstadt. Einmal die Situation anheizen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Oh. Hä? Alles gut? Hab mich verirrt. Du warst gerade wie vom Nebel verschluckt. Hast du das Mädchen gesehen? Ich konnte mehr dich sehen. Salz. Vorhin. Schon merkwürdig. Ich konnte dich nämlich nicht sehen. Deine Kleidung und Aussprache waren anders. Du sahst aus wie eine Schauspielerin in einem historischen Theaterstück. Das war bestimmt jemand anderes. Ich bin dein Lehrer. Ich kenne dich. Ich habe dein Gesicht erkannt. Wen immer du gesehen hast, ich war es nicht. Und jetzt Schluss. Du machst mir Angst. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Wie sie sich ausdrückt. Das ist wie Resident Evil 7. Ist, glaube ich, der beste Einstieg. Horrorfilme? Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ach. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Das dauert ja jetzt zum Glück noch ein bisschen bis Oktober, ne? Ich gehe mit John. Andrew hat recht. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Nee, mehr so, lasst uns zusammenbleiben. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt. Boah, jetzt, wo ich so an alte Studenten denke, wenn ich mir die Angela angucke. Zu uns. Bei jedem Studiengang war auch ein Mann, ein älterer Herr, den haben wir. Ich habe nie persönlich mit ihm gesprochen. Wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch. Der war voll hip. Ich nenn's mal hip. Wir haben ihn immer nur den Kapitän genannt. Der hat immer so ein gestreiftes Shirt getragen. Oder, also entweder kurz- oder langärmlich, je nachdem. Eine Matrosenmütze und immer barfuß gewesen. Voll witzig. Captain, warst du das? Was ist schon ein Jahr? Moment. Barfuß? Ja. Das Geräusch. Lord, bist du's gewesen? Oh. Ist das sein Ernst? Oh. Das ist ja nicht so quick. Diese blöden Fahrräder, ne? Ist alles okay? Alles gut.
Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Im Winter hatte der so Sandalen an. Gehen wir. Aber sobald das Wetter das zuließ, war der immer barfuß. Das würde ich ja auf gar keinen Fall machen. Nein, nicht wirklich. Barfuß ist doch der sichere Tod für die Füße. Was war los? Also scherbentechnisch. Was zur Hölle war das? Und jetzt? Was haben wir da? Das müsste mal geölt werden. War bestimmt der Captain. Gerade in der Stadt mit Kaugummis und Hundekacke. Oh, was ist denn da? Was aufgespießt ist. Das ist doch bestimmt der, der auf den Zaun gefallen ist. Schön weitergehen. Okay. Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Positiv denken. Wir kommen bestimmt alle da raus. Ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Das können wir nicht wissen. Wir wissen echt nicht, was wir gesehen haben. Finde ich auch. Wäre schön, wenn es das nicht gäbe, ja, absolut. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Ich verstehe auch nicht, warum manche Menschen sowas machen. Mangelnder Beweise. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Okay, weg. Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Eine verlassene Hütte, alles klar. Gleich kommt ein Waschbär. Oder ein Opossum. Was zum Teufel? Warte! Wie er immer als erster rennt, ne? Ah? Ah? Miese Katze, ein Naschbär. Hey, was ist? Da hat sich etwas bewegt. Ein Miau Miau. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja, ist eh niemand da. Bei mir in der Nähe ist auch so ein Lost Place, nenne ich es mal. Moderne Magie und Rituale. Umfassendste Anleitung zur Magie der Gegenwart. Wow. Wir lesen das jetzt. New Age-Flüche. Ungeachtet dessen, ob sie persönlich an Karma glauben, gibt es ethische Erwägungen zur Fluch- und Bannmagie. Dieser hat eindeutig größere Auswirkungen als andere ethische Geheimnisse, wie das Belegen einer anderen Person mit einem Liebeszauber. Manche Wege verbieten sie gänzlich,
während andere sie nur zur Selbstverteidigung zulassen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fragen, die sich Praktizierende vor dem Wirken eines schädlichen Zaubers stellen sollten. Kleben sie zu sehr am gewünschten Ergebnis? Möglicherweise sind sie enttäuscht oder niedergeschlagen, wenn das Resultat nicht ihren Erwartungen entspricht. Möchten sie mit diesem Zauber einen persönlichen Vorteil erringen? Emotionen wie Gier und Neid könnten die Magie stören. Es heißt, dass man sich selbst in die Luft sprengt, wenn man eine Granate nicht loslässt. Dasselbe gilt für schädliche Magie. Selbst wenn sie nicht an die Dreierregel glauben. Was ist denn die Dreierregel? Halten sie sich am besten an Rudolf Steiners goldene Regel. Wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich 3 vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten. Hier erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten. Haarsträhne. Das Haar einer lebenden Person kann für viele Formen der Magie von Liebeszaubern bis hin zu Flüchen verwendet werden. Fügt man etwas Schwefel hinzu und vergräbt man sie, kann sie dem Ziel Leid zufügen. Oh. 3-Sekunden-Regel? Genau an die habe ich auch gerade gedacht. Das war jetzt noch nicht mal ein Geheimnis. Oh, eine Kiste. Wir sind so richtige Schnüffler, ne? Komm schon. Eine Kanone. Die packen wir ein. Nimm sie mit. Nimm sie mit. Hast du dich genug umgesehen? Oh Lord. Oh Lord. Wir sollten zu John gehen. Er hat nicht angehalten, um Vorträge zu halten. C++, ne? Meine große Liebe. Hat da was geleuchtet? Ja. Oh ja, ein Männchen. Was für ein Ort ist das? Hanf. Objektorientierung. Bist du mehr so der Haskell-Typ? Professor? Der ist doch gerannt. Der ist doch weg, der Professor. Hallo. Na endlich. Du bist ausgeflippt. Ja, wir sind mal ein bisschen gemein zu ihm. Vielleicht reißt er sich dann mehr zusammen. Eskel, oh ja. Ist doch auch verständlich. Was zur Hölle war das da drin? Es war riesig und zum Fürchten. Was immer es war riesig und scheißgruselig. Ehrlich? Ich bin jetzt noch gelähmt vor Angst. Und dabei war der arme John viel näher dran. Ich glaube, die Frau hat gelogen. Ja, wie witzig. Ich sterbe vor Lachen. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Bestimmt den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Die Taschenlampe. Dreierregel in einer Notsituation. 3 Minuten ohne Sauerstoff, 3 Stunden ohne Schutz unter extremen Wetterbedingungen, 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Nahrung. Aha. Interessant. Da leuchtet was. 2 Wochen ohne Nahrung bei Winx.
Aber zwei Wochen, also selbst zwei Wochen kommt mir sehr viel vor, ne? Oh. Und auch drei Tage ohne Wasser kommen mir mega viel vor. Hey, Sonon, alles fit? Finde die Werte auch extrem, ja, total. Also, aber am dritten Tag bist du dann, oder in der dritten Woche, dann bist du auch sowas von tot, ne? Ja, nehmen wir mit. Gib her. Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst, das diese kriminelle Energie. Warte, vom Dart wieder da. Durch ein Fenster werfen? Hast du gewonnen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Oh, müssen wir es tun. Ach so, wir sind gut. Treffer! Überleben ja, aber du entwickelst bereits nach Tagen sehr heftige Nebenwirkungen. Ah. Das kann ich mir gut vorstellen. Scheint sicher zu sein. Yo, interne Rangliste 4:2 gewonnen. Yes, GZ! Congratulations! War ganz einfach. Ich erinnere mich auch, ich habe einmal... Du bist dran. Ich war einmal ganz verrückt, ja? Ganz verrückt. Da habe ich mal auf Zucker verzichtet. Auf jeden Zucker. Egal woher. Und ich hatte davon so krasse Entzugserscheinungen, dass ich auch irgendwann einfach umgeklappt bin. Wieso tut man sowas? Ich hatte so eine verrückte Phase. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Ist doch gesund, ja, aber auch auf Fruchtzucker, ne? Also wirklich alles an Zucker. Weil ich meine, so ein bisschen Obst oder so ist ja was Gutes. Aber durfte ich halt auch nicht. Was war das? War bestimmt gar nichts. Na, das hätte ich vorher nicht erkannt. Das kauft keiner, kein Wunder. Wer will... Nee, ohne Obst? Das ist ja verrückt. Dann lieber länger als 3 Minuten Luft. Dann schließen wir mal auf zu denen. Achso, nee, das ist ja gar nicht da, wo die anderen sind. Klettern? Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. In eine Schule klettern? Nee. Was müssen wir das machen? Finde einen anderen Weg aus Little Hope heraus. Bleibt zusammen. Aber Schule, obwohl die anderen sind auch bei der Schule, ne? Sind wir mal nicht so. Warum die Schule wohl geschlossen ist? Weil keiner hingeht. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mochte Schule nie. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Ganz ruhig. Kein Stress. Keiner hat uns hierher gescheucht. Wir finden einen Weg. Kannst du Taylor mal Kopfnussen? Die geht mir so hart auf die Nerven. Hey du, warte! Folge dem kleinen Mädchen? Ja, gleich. Spielplatz. Ja, tolle Idee, so ein Spielplatz. Tolle Idee, was wir da gerade machen. Ja. Ja. Oh yes. Hochnäsige Zicke.
Das Wort habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Oh, da ist was. Oh, creepy, creepy. Meine Freundin macht die Diät, wo sie auf Zucker komplett verzichtet, ist für sie das Effizienteste, aber ist auch echt unglücklich dabei. Ja, also ich glaube, wenn man auch einmal diesen Punkt überwunden hat. Uff. Da drüben! Bei dem man sich wirklich schlecht fühlt, so entzugserscheinungstechnisch. Hey, geht's dir gut? Wer bist du? Wer bist du? Dann geht's vielleicht, aber... Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Boah, Kind, ey. Wir krabbeln... Das Kind, Angela und Andrew wir krabbeln sind? Aber nicht hinterher, ich weiß ne? Es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Nee. Mm-mm. Was zur Hölle geht das? So dumm. Das ist gerade nicht passiert. Steh jetzt, er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte, oh oh. Nein, lasst mich los. Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Was ist das? Was soll das? Wir müssen hier sofort verschwinden. Bitte lasst mich nicht hier. Bitte. Mit wem redest du? Dir haftet Böses an. Das ist offenkundig. Ihr irrt euch. Ich bin ein Kind. Der Teufel hat keine Zeit für mich. Mhm. Amy ist seine Auserwählte. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Wir sollten hier schnell weg. Mhm. Ja. Finde ich auch. Mhm. Man muss halt leckere Sachen ohne Zucker haben, wo man sich drauf freut. Lord, was denn? Wenn man so eine Naschkatze ist wie ich, ne? Was würdest du da empfehlen? Hm, zum Beispiel ein leckeres Quellwasser. Sie macht es meist vor Urlaub, damit sie im Urlaub richtig essen kann, ohne zusätzlich zuzunehmen. Ja, wenn es Spaß macht. Eine Karte. Oh yes, die Angie wird's erwischen. Oh yes. Schön, dass du da bist. Wir kommen beide hier raus. Wir haben ein Rezept gefunden für käsegefülltes, fluffiges Brot, was man nicht backen muss. Brot, das man nicht backen muss. Brotteig. Ich bin gespannt, Captain. Ohne Backen ist interessant. Ja, total. Das irritiert mich auch gerade sehr. Ich habe das nicht verstanden. Ich hau das mal vielleicht ins Discord. Da mach das. Vielleicht gute Idee. Gehen wir hin. Es wird wirklich Zeit für einen Food-Channel, ne? Dir.
In der Pfanne? Ja, vielleicht. Oh. Gut, dass man richtig viel Zeit hat. Das erinnert mich ja direkt wieder an brasilianische Käsebällchen. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Mein Brot ist übrigens gerade im Ofen. Noch 10 Minuten. Was für ein Brot machst du denn? Da ist was. Endlich ein Food-Channel. Mal einen Laden oder so. Ja, mach ich. Achso. Die Demo hat nichts gebracht. Stopp die Fabrikschließung. Ist da, meinte ich damit. Danke, Fritzor. Danke. Das wird dir hier also zu sein, ne? Mhm. Irisches Soda-Brot mit Buttermilch. Interessant. Ich bin ja kein großer Brotfreund. Wie man als deutscher Mensch kein Brotfreund sein kann, ne? Aber das ist für mich echt nicht der Hier Hit. Drüben, schau mal. Aber manchmal erwische ich was Gutes, dann freue ich mich. Wollen die Fabrik schließen, das Grundstück für zu Folgen haben, bla bla, die Gemeinschaft zugrunde richten. Ja, blablabla, Petition, okay. Kann man eh nicht gut lesen, ne? Okay, in einer Pfanne. Ich schreibe da dann noch eine Notiz. Bitte nur zuckerfreie, vegane Bioprodukte ohne Laktose. Irgendwie sowas, oder? Also ich bin da sehr... Ich bin da sehr frei, also ich esse ja eigentlich kein Fleisch, aber es gibt ja für alles irgendwie ein Ersatzprodukt, für alles, denke ich. Was machst du da? Deswegen ist es egal. Hilf mir mal schieben. Absolut egal. Ernsthaft? Postet da, was ihr wollt. Geht nicht anders. Außer, ich sage, es gibt was, das verboten ist. Paprika. Paprika und Koriander sind verboten. Rest, raus damit. Ihr seid so produktiv. Ich sitze hier und falte Papier. Einfach so? Ohne Ziel? Oder machst du so Origami? Was ist denn jetzt an Paprika verkehrt? Paprika ist bah. Ich versuch's zu öffnen. Paprika ist einfach bah. Im Endeffekt wird's mit Uhu hoffentlich eine stehende Katze. Oh. Oh, da will ich ein Bildchen von. Echt jetzt? Du willst da rein? Fällt dir was Besseres ein? Weißt du was Besseres? Ja. Geh nicht ist das Kryptonit Dunkel, von Wings, genau so. Nach dem, was passiert ist. Sei kein Baby. Sei doch nicht so ein Angsthase. Oh, Scheiße. Komm mit, Zicke. Das klingt so lustig. Hey, ich brauch dein Handy. Hey, Zicke. Wofür? Wofür wohl? Hab vorhin schon Bärenkopf gefaltet. Oh mein Gott. Ich soll hier draußen bleiben, allein, ohne Handy? Ich pass auf dein Handy auf. Keine Angst, ich pass auf dein wertvolles Handy auf. Es wird überleben. Eh nicht. Hier, aber wehe, du machst es kaputt. Mhm. Schreib dazu, wer was mit Rosenkohl postet, wird gebannt. Grün ja, aber die gelben sind lecker. Ich kann mich mit Paprika nicht anfreunden, ne? Also, Chilis sind schon
Glaub schon. Hart an der Grenze. Jetzt mach schon. Weil die haben ja auch schon so einen Paprikageschmack. Oh, öffnen. Taylor, die Tür geht nicht auf. Okay, ich suche einen anderen Weg. Ja, such mal. Nee, aber Paprika und Koriander. Heute gab es Glasnudelsalat mit Paprika und Koriander. Dementsprechend war mein Gesicht auch gerade die Enttäuschung. Die Enttäuschung höchstpersönlich. Ja, das tut mir auch leid, ne? Aber manchmal. Manchmal habe ich so einen experimentierfreudigen Tag. Oh, da gebe ich dem eine Chance. Das war machbar. Ja, manchmal vergesse ich, wie eklig ich das finde. Und dann gebe ich dem Essen eine Chance. Also egal, was es ist. Hallo? Oh, da ist was umgeflogen. Ein Mäuschen? Es zwitschert. Komme nicht durch. Dieses Fenster ist versperrt. Du hast mich erschreckt. Du hast mich erschreckt. Sorry, das war keine Absicht. Wenn man Paprika-Chips ans Postfach schickt, macht man nichts falsch. Aber Paprika-Chips schmecken nicht nach Paprika, ne? Hier sind Ratten. Hab Gesellschaft. Von einer Nagetierfamilie. Und vielleicht freut sich Fritze. War wirklich sehr lecker. Ruhig. Hätte sicherlich auch dir geschmeckt. Die sehen satt aus. Wenn du mir mal so einen Salat machst, würde ich ihn auch sicher probieren. Klar. Ich probiere alles, was man mir gibt. Fast. Das meiste. Moment, bin gleich da. Röms, röms, röms. Ein Telefon. Als ob das geht. Schon. Wir brauchen mal Glück. Nur ein Anhänger? Oh. Bester Papa. Direkt als Souvenir mitbringen. Kann gar nichts sehen. Es ist so dunkel. Beim Treffen gibt es dann Bananenbrot für Jack und Glasnudelsalat für dich. Nee. Nee. Ganz ruhig. Ich komme ja. Ich will Bananenbrot. Ich liebe Bananenbrot. Bananenbrot ist fantastisch. Es sind doch keine Schocker, ne? Was zum... Die Tür ist versperrt. Das ängstigt dich. Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Geräte. Blaumeise, was passt dir denn daran nicht? Bezichtigung welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen. Stellen. Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still. Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Ich kenne sie nicht. Was? Ich kenne sie nicht.
John? Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Etwas quält euch. Was? Ihr wirkt fremd, selbst eure Gewänder. Joseph, öffnet oder es ergeht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Banane und die Glasnudeln. Euch liebe beides. Lass sie nicht herein. Reverend Carver? Marshall? Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen. Du bekommst nichts. Oh nein! Wer ist diese Zeugin? Wir finden auch bestimmt was Meise schmeckt. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls. Das war's mit Donuts für dich. Oh, jetzt wird's aber hart. Jetzt wird's aber krass. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Psychoterror. Wo zur Hölle warst du? Genau hinter der Tür. Sie hätte ja mitkommen können. Du siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Sie konnten mich sehen und hören. Das war anders. Sie konnten mich sehen und hören. Glaube ich zumindest. Sie waren total verschreckt. Hast du noch was gesehen? Ich habe wieder den Pastor gesehen. Der Pastor? Der vom Spielplatz? Ich weiß nicht, hat nicht viel Sinn gemacht. Bitte was? Nein. Nur. Es war, als würde er glauben, der Teufel selbst sei hier in Little Hope. Ist das krass. Wo sind wir hier bloß reingeraten? Wir haben's verbockt, anstatt diesen beschissenen... Ich weiß es jetzt gar nicht, ob ich das vorhin schon angefangen habe zu erzählen und dann vom Spiel irgendwie unterbrochen wurde. Oh. Oh. Bei mir in der Nähe ist auch so ein Lost Place, nenne ich es mal. Es war auch ganz interessant. Ich war einmal da. Was meinst du? Und das ist so ein richtig unangenehmes Feeling. Zweifelnd. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier was Nützliches finden. Alles verfallen. Ihr Studenten seid alle gleich. Negativ bis zum geht nicht mehr. Es ist doch ganz einfach. Wir brauchen nur ein funktionierendes Telefon, sonst nichts. Lost Place einfach too spooky. Er ist schon sehr unangenehm. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Ich fände es ja cool, wenn man die dann auch einfach leer lassen würde, ne? Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadtpolizeigebäude sehen alle gleich aus. Da waren dann halt auch noch so, ich sag mal, Reste von Menschen, ne? Die sich da irgendwie eingezeckt haben und irgendwie so dann noch eine Matratze hingelegt haben oder so. Das finde ich blöd. Ich sehe nicht ein, dass wir hier etwas finden. Alles tot. Wie überall in Little Hope. Ich finde leerstehende Häuser in Parks bei Tageslicht schon viel zu viel. Die gehen da ja hin und spritzen sich ja ekelhaft. Ekelhaft. Ups. Bestimmt Lehrsaal von Geisteswissenschaften. Dort. Wir mobben doch jetzt keine Studiengänge. Hier ist ja nirgendwo was. Telefon? Hallo? Da ist ein Telefon. Oder komme ich nicht dran?
Ja, ich mach ja schon. So ein Stress. Little Hope Police Department. Am 16. Januar 72 haben die Beamten George Reynolds und Ernie Hoffmann auf einen Notruf bezüglich eines Brandes reagiert. Sie erreichten den Schauplatz vor der Feuerwehr und stürmten ins Haus, ohne auf ihre eigene Sicherheit zu achten, um die vom Feuer eingeschlossenen Familienmitglieder zu retten. Leider mussten sie vor den Flammen zurückweichen und mehrere Personen kamen ums Leben. Der Bürgermeister, der Polizeipräsident und die Einwohner Little Hopes bedanken sich jedoch bei der Polizeidienststelle für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienste der Öffentlichkeit. Alles klar. Alles klar. Da ist noch was. Old Witch. Spannend. Spannend. Hexerei. Okay. Da hat dieses eine Telefon, ne? Ich würde es gerne bedienen. Aber man kommt nicht dran. Das ist, hier ist irgendwie so der Weg versperrt, ganz komisch. Ach, das ist gar kein Telefon. Doch, das ist ein Stück eines Telefons. Na gut. Gar nichts. Da ist noch was. Funktioniert doch eh nicht. Dachte, das könnte uns helfen. Ja, und das, was bei mir in der Nähe ist, dieser Lost Place, das ist irgendwie, glaube ich, eine alte Dynamitfabrik. Das ist ganz creepy. Und dazu irgendwie noch ein Wohnhaus von denen, die dann da gearbeitet haben. Schon unangenehm. Raus kamen wir nicht. Achso, das hatten wir schon. Ja, komm, geh zurück. Das reicht. Etwas muss doch hier sein. Ja, ist ja gut. Hier ist was Telefoniges, was nicht funktioniert. Na also, ein Telefon. Vielleicht ist das der Ausweg. Ja, vielleicht. Leitung tot. Ah, warum? Der wird noch richtig durchdrehen, ne? Mist! Habe ich gut prophezeit. Hey, entspann dich. Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Sieh mal, das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Ja, dann such das Kabel. Ja, such. Manche Leute so mega aggressiv sind, ne? PC. Irgendwo ein Kabel. Aber hier waren wir noch nicht. Hier ist bestimmt ein Kabel. Reynolds. Schnapp dir das Teil.
Was war das? Das Telefon. Ohne Kabel. Ach, das ist dann auch immer so laut werden muss, ne? Ich mach das. Ich schaff das. Vorsicht. Ganz ruhig, Professor. Was soll das Telefon schon machen? Was hörst du? Eine Frau. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Nicht alle in Little Hope wollen die Wahrheit. Was beunruhigt sie? Können Sie mir sagen, was Ihnen fehlt? Dann plötzlich tauchte vor mir ein Mann auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte ihn nicht kommen hören. Ich hatte ihn zuvor noch nie gesehen sein. Gewandt und die Art, wie er sprach, war mir nicht vertraut. Er sprach von Dingen, die ich nicht verstand. Okay, alles wird gut. Ich helfe Ihnen, wenn ich kann, aber ich... Ich brauche Ihren Namen. Ihr bezichtigt mich Verbrechen. Ah! Oh, jetzt hat's mich wieder geschockt. Es tut auch direkt immer ein bisschen weh im Bauch, wenn sowas passiert. Komm, Mädchen. Auf ein Wort. Diese Jumpscares, sie tun immer ein bisschen weh im Bauch. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprech nur ein Wort. Nur eine Silbe über das andere. Damit habe ich nicht gerechnet. Dunkel der Nacht und meine Abrechnung wird furchtbar sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geh zu den Deinen. Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen selbst wenn man es weiß, das schockiert mich meistens trotzdem. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Wir müssen ruhig sein. Und abwarten, was passiert. Da wird doch gleich wer umgebracht. Bei allem Respekt, Reverend Carver. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich... Steh auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Sie ist keine Gespielin des Teufels, Reverend. Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das muss auch komisch sein, wenn man jemanden sieht, der genauso aussieht wie man selbst, ne? Gestank des Fegefeuers erfüllt. Endlich mal wer Schönes. Wir gehen zu den dreien, da. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Gebt den Mächten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Mary? Oh. Mary, Schwester, was quält dich? Ist das jetzt unsere Schuld? Halt dich da raus. Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Wir sagen nichts. Wollen sich doch jetzt nicht bei sowas einmischen, Mensch. Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns.
Ja, oh oh. Nein! Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Habt Acht und betet. Der Teufel weilt in dieser Stube. Schützt euch. Er sucht den Herrn. Das hat das kleine Kind doch mit Absicht gemacht, oder? Was zur Hölle war das? War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Die meisten. Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann nicht glauben, wie sehr mir diese Frau ähnelte. Wie zur Hölle ist das nur möglich? Als du mir davon erzählt hast, dachte ich, es wäre ein Scherz oder übertrieben. Aber die Frau selbst zu sehen, war unglaublich seltsam. Was denkst du, war mit ihr los? Das Mädchen habe ich im Wald gesehen. Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken, erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Als ob. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst oder von Geltungssucht. Wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Ich stimme zu. Hast recht. Die Kleine wusste genau, dass sie damit Angela 2 in die Scheiße reitet. Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja, es war schlimm, das zu sehen. Mir ist noch was aufgefallen. Ihr Mann, er sah aus wie du, Professor. Aber gab es nicht auch so interaktive Filme bei Netflix? Ich habe das nie gemacht, aber das gibt's glaube ich auch, was ne? Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Ist ja irgendwie dasselbe. Wer ist da? Hey, Professor! Wo bist du? Komm schon. Ja, da gibt's einen. Habe ich irgendwie, als es rauskam, war da ja, wurde ja ein bisschen Werbung für gemacht, aber... Hey, Jailer! Wir sind hier! Wir kriegen die Tür. Aber bin ich irgendwie nie zugekommen, das anzuschalten. Wir auch nicht. Ist abgeschlossen. Versuchen wir es mit Gewalt. In 3, 2, 1. Du gegen die Wildnis? Ah, es gibt noch einen, glaube ich. Ich glaube, es gibt noch einen. Nichts, was uns wirklich hilft. Nur das hier. Ist ganz cool. Ganz cool. Unglaublich. Mhm. Diesen Schlüsselanhänger habe ich im Traum gesehen. Ziemlich seltsam. Mehr als seltsam. Black Mirror Bandersnatch. Ja, genau. Ich weiß, an den Titel erinnere ich mich. Den habe ich gelesen. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was bei mir auch so meistens, wenn ich Netflix anmache, will ich mich auch wirklich nur berieseln lassen. Gute und dann Idee. Fand ich das jedes Mal, als ich so da drüber gescrollt bin, irgendwie zu anstrengend, dann auch noch irgendwas drücken zu müssen beim Gucken. Vielleicht finden wir Antworten... Da, wo wir noch nicht waren. Ja, weitergehen. Was soll's? Das ist doch wahnsinnig. Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten. Der Prozess, das Mädchen, Angelas Pendant, das alles scheint... irgendwo hinzuführen. Fragt sich nur, ob zu was Gutem oder Schlechtem.
zu Chaos. Falls schlecht, dann vermutlich sehr, sehr schlecht. Der Jon. Was ist hier? Führt die Studenten in die Stadt. Bleibt zusammen. Der Nebel wird schlimmer. Oh no. Wir wissen mittlerweile gar nicht mehr, was wir gucken wollen. Da überhaupt etwas zu finden, was uns beiden gefällt, echt anstrengend. Ich bin tatsächlich bei Filmen und Serien und bei so einer Auswahl bin ich so leicht zufriedenzustellen. Ich gucke mir alles an. Finde ich eigentlich voll gut. Ave, Rock'n'Roll. 12. Februar, da habe ich Geburtstag. Daniel, das musst du sehen. Was denn? Du hast nie was von der Karriere als Gitarrist gesagt. Was zum... Wie ist das möglich? Wie gesagt, also ich gucke alles, deswegen bin ich so pflegeleicht. Haben schon einige Serien angefangen, die ich dann aber oft zu dumm fand, weil sie zu unlogisch waren. Aber da bin ich auch total unkritisch immer. Ich bin so ein richtig guter Konsument. Hier passiert doch gleich wieder was. Ich sehe gar nichts. Himmel! Das Wasser ist schwarz. Damit will ich nichts zu tun haben. Was ich ja gerade quasi erst angefangen habe. Ich habe nämlich, als dieses ganze Gespräch mit der Comic-Con aufkam, ich habe an dem gleichen Tag noch Captain America geguckt. Dann dachte ich mir so, Peggy Carter wäre ein geiles Kostüm. Auf einmal, als ob er jetzt auf einmal selbstsicher wäre. Und dann habe ich jetzt von Agent Carter die Serie angefangen. Dachte ich mir. Auf Disney. Finde ich ganz gut bisher. Ich will so schnell es geht von dieser Brücke runter. Aber nicht zu schnell. Jemand muss zuerst gehen. Erst du. Ich komme gleich nach. Los jetzt. Ach so, alle auf einmal da drauf ist eine gute Idee, ne? Oh, war ja wirklich eine gute Idee. Haltet euch gut fest. Oh, Nebel. Mein Gott. Was jetzt? Wir müssen hier weg. Ich hätte schon fast gedacht, ich könnte mal wieder was drücken. Oh. Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still für ihre Seele. Ich tat nichts Falsches. Ich bin keine Hexe. Ich verdiene nicht den Tod. Ich bitte euch. Was geht hier vor? Warum siehst du aus wie Angela? Eure Worte begreife ich nicht, doch ich bitte euch. Helft mir. Was soll er denn machen? Der Teufel ist im Wind. Will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. An diese Ketten erinnere ich mich aus so einer Vorhersehung, ne? Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden.
Ihr könnt das nicht tun! Isaac! Ich bin unschuldig! Vollstreckt das Urteil! Helft mir! Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns zu spät kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen! Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend. Es ist unter uns. Ja, das böse, böse Kind, ne? Ist aber auch sehr schnell ertrunken jetzt, ne? Der Wind, das gruselige Rind. Was? Was habt ihr gesehen? Sagt schon. Von wegen 3 Sekunden. Ich weiß nicht, wie ich das sagen drei soll. 3 Minuten. Aber wenn man versucht, panisch zu atmen und das dann einatmet quasi... Okay, stirbt man bestimmt schneller, aber nicht so schnell. Sie ertrank. Weil mit Panik, da passieren ja noch andere Dinge im Körper. Aber wovon war das, Captain? Der Erlkönig? Ja, ne? Nee. Ja. Okay. Okay, ich gehe zuerst. Mein Gedächtnis, ne? Geh ja mal wieder gar nicht. Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Könnt ihr euch noch irgendwie an Texte aus der Schulzeit erinnern, die ihr auswendig lernen musstet? Also der Erlkönig war bei mir auf jeden Fall dabei, aber ich weiß da nicht mehr so viel. So passagenweise wird mir eine Zeile wieder einfallen, aber so ganz könnte ich da nicht nochmal drauf kommen. Kommen jetzt Quicktime-Events? Wie wär's? Was ist das da? Weg von da! Hau ab, verdammt! Shit! Lass mich nicht zurück! Scheiße! Hey! Hilf mir doch mal! Halt dich gut fest! Wir retten ihn. Halt durch, ich bin gleich erst bei dir! Er. Andrew! Ribbeck. Den Ribbeck kenne ich auch noch. Ist doch 25 Jahre her. Greif ja, nach und? Meiner Hand! Kann doch trotzdem sein, dass man Komm sich schon. Dran erinnert. Mach schnell! Ups. Ups. Habe ich nicht mitgerechnet. Na, guck mal, der kann sich sogar selbst retten. Auf Hilfe. Oh. Das geht. Das geht. Mhm. Die kann auch alleine klettern. Das ist sehr gut. Sehr gut. Gut, dass das Monster lahm ist, ne? Aber das wäre natürlich eigentlich auch interessant gewesen, zu wissen, was passiert, wenn die Angela sich Angela schnappt, ne? Fand das richtig grausam, war froh, ab der 10. nur noch mindestens Mindestdeutsch zu haben. Sehr knapp für Angela.
Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Ich musste ja auch noch Texte auswendig lernen in der Oberstufe in Philosophie von Kant. Sehr gut. Das weiß ich auch noch. Noch keine Seele. Das hat mich auch sehr unglücklich gemacht. Das hätte anders sein können. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, könnte die Pistole ein Lebensretter sein. Nicht wahr? Oder auch das Gegenteil. Andrew verschweigt es. Wie klug. Zuerst auf sich selbst achten. Stimmt's? Ich hab schon ganz vergessen, dass der die Waffe hat. Die Jungs haben da interessante Ideen. Oder glauben sie lieber an Daniels Theorie? Und sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oh, da begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ew'gen Nacht. Es ist möglich. You can't be serious. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Der Busfahrer. Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen? Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Nur Busfahrer haben Vorurteile. Wir werden es herausfinden. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit? Ja. Also schön. Ersuchen wir doch den Dichter erneut um seine kryptische Inspiration. Oh toll. Oh toll. Ich treffe ihn einmal, wissen Sie? Ich treffe Sie alle einmal. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehenes, und wie er, verzeiht euch selbst. Hat er abgenickt. Guter Spruch. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, Sie sollten fortfahren. Ich muss ja sagen, jetzt von den drei Duck Pictures Spielen finde ich den Teil hier tatsächlich noch am besten bisher. Also rein von der Story. Vom Knöpfe drücken am schlechtesten. Aber so rein, die Story finde ich irgendwie, glaube ich, am coolsten. Das habe ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Weiß auch nicht. Hat mich selbst überrascht, wie ich meinen Arsch gerettet hab. Du warst toll. Du warst echt toll. Das Ding, was auch ganz immer toll. Es war, ist noch da draußen. Immer loben. Vielleicht verfolgt es uns schon. Es trug Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Oh, really? Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Ja, was machen sie denn? Verschwinden wir hier. Aber wie cool der Wald aussieht, ne? Der Friedhof. Aber die Büsche meine ich jetzt konkret. Die Büsche sehen cool aus. Können wir weiter? Ich fühle mich hier nicht sicher. Was haben wir hier? Thomas Wyman. Gouverneur und Friedensrichter. Und seine Frau Mary Wyman. Aha. Warum hockt der da so?
gehen wir mal. So, Friedhöfe sind auch unangenehm, ne? Wer geht denn auch schon nachts freiwillig über einen Friedhof? Los, weg von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Verstecken, schnell! Oh, oh, Action, Action, Knöpfe drücken. Der Wechsel war fies. Oh, noch einer. Oh, easy geschafft. Easy. Der hängt auf einem Fahrrad. Ach, der Mann mit dem Fahrrad. Ich habe früher neben einem großen Dorffriedhof gewohnt. Oh. Und gab es da interessante Dinge? Ist da mal was Witziges passiert? Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Die letzten Worte der Frau gehen mir nicht aus dem Kopf. Um zu stoppen, was in Little Hope passiert, muss man das Mädchen stoppen. Ging es darum, weitere Hexenprozesse zu stoppen oder etwas anderes? Weiß auch nicht. Na los, gehen wir. So, Friedhöfe ziehen abends und nachts auch bestimmt merkwürdige Menschen an, oder? Ich sehe mich drinnen um. Ach so. Jetzt kommt wieder was Untotes. Aus dem Gulli. Wie geht's? Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Ja, aber es scheint auch nicht besonders schnell zu sein. Wir zwei bleiben jetzt nah zusammen. Also, ganz nah. Du bist plötzlich lieb und nett, hä? Huh? Wenn du nah sagst, wie nah genau? Oh, so richtig nah. So nah? Nicht so nah. Oh, etwa. Oh, oh, wir romancen. Ein bisschen näher. Noch näher. Liebe machen. Dann wurden wir unterbrochen, ne? Shame. Was war das? Oh, oh. Vermutlich. Doch, da war was. Nicht wirklich. A Witch Trail. Historischer Pfad. Das große Grundstück, wo wir gewohnt haben, war dort mal ein Panzer und Luftgewehre und Knochen und ähnliches, aber auf dem Friedhof war Totenstille. Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Wo denn? Es gibt keinen anderen Weg. Was? Wo will sie denn hin? Weib. Touristenhochburg. Nicht mein Lieblingsreiseziel. Wo sind wir? You are here. Da. Okay. Ja, das fehlt bei so einer Teenie-Horror-Story gerade, ne, Duki? Es kommt ein Buzz Lightyear-Film. Hey. Oh, wann denn? Sieh dir das an. Und auch richtig noch animiert oder auch so wieder so eine komische Realverfilmung? Im Wasser. Nein. Nur deswegen bin ich hier. Oh nein. Was machen wir denn da? Oh shit. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich.
Geh du vor. Ich habe fast das Gefühl, die Romanzen hier nicht genug. Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Oh, oh. Wir sollten eigentlich jetzt ganz schnell in die andere Richtung. Und warum geht seine Taschenlampe immer wieder an und aus? Ungemütlich. Da blinkt was. Na komm, du stehst direkt davor, Mann. Siehst du das? Witchgrave. Dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Okay. Quasi die Geschichte des echten Bass, animiert. Verschwinden. Cool. Daniel! Es klingt interessant. Mary? Mary! Mary! Ich bin hier drüben. Mary, der Quell des Bösen ist hier. Was ist los? Des Bösen? Wissen Sie, was hier los ist? Wir wissen es nämlich nicht. Sie haben uns erschreckt. Ihr sprecht vom Tod? Heute habe ich meine Frau aus einem nassen Grab gezogen und sie... ganz allein bestattet. Das klingt unangenehm, ne? All das wegen ihr. Mary. Mary, Mary. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie. Gefunden. Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Dö. Bitte, Tabitha, lass sie mir. Zeit für Annäherungen. Ich hau den Trailer auch mal in Discord. Ja, bitte. Da habe ich richtig Bock drauf. Chili, Hallöchen. Wie geht's dir? Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ach, die sind schon fertig mit Suchen? Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Der Busfahrer. Oh, shit. Warum bist du immer noch hier? Oh, shit. Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Nee, tu's nicht. Eine Falle. Willst du ihr folgen? Viel zu riskant. Sie könnte uns in eine Falle führen. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Bringt es um. Das Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Kill it with fire. Wir erwarten. Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Bin fertig mit Programmieren, Labor. Endlich habe ich Zeit. Wer weiß, was vor uns liegt. Was musstest du denn Schönes programmieren? Was gab's denn Feines? Gut, bisschen fertig, aber gut, das ist die Hauptsache. Oh hey, nein. Warte auf uns. Oh nein. Oh, ein Vögelchen. Push. Oh, eine Falltür. Widerlich. Ein Gulli. Gleich kommt was von unten. So Ketten. Leute?
Sagt ihr was? Sie werden getrennt. Oh shit. Scheiße. Oh, es war trotzdem nicht so wild. Oh, doch. Oh. Aber man hat schon viel Zeit. Ups. Und das eine war so ein Fail, ne? Jetzt mit dem Schießen. Ich hab's ja schon angekündigt. Schießen kann ich nicht, ne? Und sie klettert noch weiter runter. Ja, herrlich. Das ist genau die richtige Idee. Bloß nicht wieder nach oben. Schön runter. Verlasse die Kanalisation. Das war dann genau die richtige Entscheidung. Sie hätte es nicht besser machen können. Es hört nicht auf. Ach, komisch. Oh, bitte Gott. Ding, 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 ding. Oh. Und jetzt mach die Tür auch wieder zu, Mensch. Sieht die jetzt überhaupt noch was? Oh, das ist die Angela, ne? Angela! Shit! Nein! Womit hat sie das verdient? Jetzt sind es nur noch wir beide. Bis Taylor und Daniel uns finden. Hey! Spielregeln von dem Spiel, das wir implementieren müssen und wie die Figuren sich bewegen und was sie machen und nicht machen etc. Okay. Ich weiß noch, wir mussten mal... Die Tür ist irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Ein Brettspiel implementieren, das ich bis dahin echt mochte. Quirkle, kennt ihr das? Und seitdem hasse ich es. Es ist ein... Es hat mich so traumatisiert. Ist sie da drin? Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Ach so. Und die anderen auch. Das sagt der, der als erstes immer wegrennt, da ist klar. Falls sie noch leben. Was sind das für Puppen? Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Hexenprozesse von Neuengland. Hat das mit Mary zu tun? So muss es sein. Achso, das Buch macht er nicht auf. Was ist das? Was meinst du denn? Ach, Quirkle. Du hast ganz viele Steine und die Steine unterscheiden sich durch das Motiv, was da drauf ist, und die Farbe. Und du musst die dann im Prinzip immer passend zueinander legen und sammelst dadurch Punkte durch korrektes Zusammenlegen. Und das ist an sich so ein nettes Gesellschaftsspiel. Aber irgendwann hast du echt die Schnauze voll, ne? Die haben keine Gesichter. Die machen mir echt Angst. Mir auch. Müssen auch ein Brettspiel bauen. Ja, da sind die Regeln auch immerhin klar, ne? Müsst ihr dann auch verschiedene KIs bauen, die dann gegen andere Gruppen antreten lassen und so? Ready for transfer. Reißen wir ab. Was kommt jetzt Schreckliches?
Text. Darum ging es doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Stimmt. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Ich, Mary Milton, bestätige die Wahrheit der Bösartigkeit, derer ich Zeugin wurde. Vor dem Tag des Sabbats hielt Frau Amy bei der Esche eine Unterredung mit dem schwarzen Samuel, einem Geist in Form eines Hundes, welcher mit der Stimme eines Mannes sprach. Dann drehte sie sich dreimal im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen und ihm die Kinder des Dorfes zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch, der diejenigen treffen werde, die sich ihr entgegenstellen. Solcherlei und andere garstige Dinge habe ich gesehen, garstige Hobbitze. Wir haben sowas ähnliches wie Mensch, ärger dich nicht. Ja, ah, okay, cool. Die Puppe. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Schau mal hier. Keine KI sind im Grundstudium. Ja, war bei mir auch da. Also gegen Ende. Ende vom Bachelor, aber... Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Aber ja. Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Ist vielleicht gefälscht. Ist das Ding echt über 300 Jahre alt? Alles hier ist falsch oder erfunden. Vielleicht auch das. Alles fake, was die sehen. Alles. Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor... Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Gleich ist er besessen. In Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary ja an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Tun wir es. Na gut. Bin dabei. Los geht's. Dinge abfackeln, yes. Bei den ganzen Holzmöbeln, die da rumstehen, eine tolle Idee, ne? Gute Idee. Der Boden brennt nicht. Wohl. Ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht. Zweites Semester das gleiche, ne? Ist ja fast vorbei dann. Ist ja schon fast fertig, Mensch. Hatten wir schon. Angucken. Ein Geheimnis. Wie das Kind da auf dem Boden liegt, ne? Eieiei. Oh, noch mehr. Fass es an. So, nur ein Fenster, oder? Eine Miezekatze. Miau. Was hat es denn mit der Katze so auf sich? Da geht's nach draußen. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Ah, bitte nicht mehr das Mädchen. Uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Bitte nicht das Mädchen. Das kommt dann nächstes Semester. Witzer macht direkt Mut, ne? Tolle Sachen erwarten dich. Der Akku ist fast leer. Hab doch eh keinen Empfang. Gefahrengeräusche. Macht es auf. Glaub ich. Leute? Hallo? Ist da wer?
Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Oh, jetzt werden sie beobachtet. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Ach so, ich muss ihn steuern. Sie ist garstig. Nicht nur umgucken. Ein guter Mensch. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Hm. Ist aber eine gute. Ja. Ey, bloß, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ne? Aber bloß, weil jemand eine Menge durchgemacht hat, das ist ja absolut keine Entschuldigung, irgendwie ein Arsch zu sein, ne? Habe ich ja echt kein Mitleid. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben. Daniel, könnte auch ein polnischer Name sein, ne? Es könnte ein Pole sein. Da geht's nicht durch. Aber nicht so der professionelle Einbrecher. Suchen wir die andere Tür. Zumindest gab es bei mir dann teilweise so Vorlesungen wie Logik oder sowas. Da beginnt das ja. Oh, Logik war schön. Hey, Taylor, schau mal da. Was ist da? Und Mathe. Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Gib ihm Zehner. Na gut. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. War's ein starker Typ. Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Ruhig Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Ja, und ich rechtfertige nicht, ein Arschloch zu sein zu anderen. Meiner Meinung nach, nee, absolut. Ich stehe dir da auch voll bei. Meinst du Numerik oder Koma? Was ist Koma? Mathe soll sich löschen? Kann ich nicht leiden? Ich lebe Mathe. Komm, hier lang. Oh, hier waren wir doch schon mal, ne? Die sind jetzt in dem gleichen Gebäude, oder? Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Ne. Oh oh. Hauptsache, er guckt sich einfach nur um die ganze Zeit, ne? Oder muss ich ihn irgendwie steuern? Ne, da passiert nichts. Jetzt kann ich ihn steuern. Finde Taylor. Eine Postkarte. Was kommt da? Taylor versteckt sich. Wäre vielleicht gut. Ich fand Mathe auch mal gut, aber irgendwann wird es zu abstrakt. Ja, das stimmt. Ja, hast recht. Bist du? Ich war auch eine Zeit lang Mathe-Tutor. Und ich sag mal so, dann habe ich es auch richtig verstanden, ne? Ja. Taylor! Alles okay?
Was ist los? Hatte damals ein Modul, das nannte sich Logik. Eins war Wurms, wahrscheinlich Rechnung, mathematische Statistik. Ging's bei mir, denke ich, so ein bisschen los mit KI-Zeug. Komm schon! Darf ich nicht drücken? Nee. Gar nicht. Mach davon alleine. Ohne meinen Knöpfe drücken. Hm. Was war das? Die Stimmen. Ich hab mich selbst gesehen. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich. Sie ist die Erste, die abdreht. Wegen dem, was sie sehen, ne? Dass sie sich selbst sehen. Du bist weggegangen. Wir sind nett. Tut mir leid, was passiert ist. Oh, Achievement. Ich bin liebenswürdig. Die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Riechst du das? Hier wurde kürzlich was verbrannt. Ja, ich riech's. Toll. Das wird ja immer besser. Rennt hier jetzt auch noch ein Pyromane rum? So, schön dran vorbei. Wir haben hier schon alles gesehen. Ab zum Ausgang. Komm schon, da geht's lang. Als Informatiker muss man immerhin nicht alles verstehen. Gehen die Mathe-Studenten ja noch weiter. Also ich hatte da echt Spaß dran. Ich hab's gemocht. Was heißt Spaß? Ich hab's gemocht und ich konnte das ganz gut. In den normalen Mathe-Sachen kennt man dann ja auch ein paar KI-Grundlagen. Eine Runde an den Netzen, zum Beispiel das Konzept kennst du ja aus Schulmathe schon. Ich glaube, wenn du das einfach nur so sagst, Fritzor, sagt jeder nö. Oh. Hallo. Nö. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Oh no. Unerbittlich. Oh no. Ich hoffe, es geht ihr gut. Wie er das schon sagt? Einerlei. Nun, da ein Kinderspielzeug verbrannt ist, sind alle in Sicherheit. Oder? Ich kann Ihnen helfen mit einem kleinen Tipp. Ja, Tipp. Aber wisst ihr was, wir sagen mehr nichts. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn man nichts sagt jetzt. Sag es. Sag uns einen Tipp. Kein Tipp. Doch. Sie denken wohl, Sie lösen das Rätsel allein. Oh, oh. Es steht mehr auf dem Spiel als Leben und Tod. Hoffentlich ist Ihnen das klar. Was denn? Was denn? Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters. Okay, also gibt er einem trotzdem ihn Tipp. In Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Bringt sie um! Vielleicht im Mathe-Leistungskurs. Das denke ich aber auch. Glück gehabt. So, wisst ihr was? Hier an der Stelle ist für heute Schluss.